Was ich auch immer wieder erlebe, sind Markenanmelder, die sozusagen ihre Anmeldung geheim halten wollen. Oder besser ausgedrückt, die sagen, das muss keiner mitkriegen, Hauptsache die Marke ist später eingetragen. Das ist ein Fehlschluss. Das geht völlig in die Hose. Man sollte Folgendes bedenken. Eine Marke sollte von vornherein, von Anfang an durch eine Markenrecherche abgesichert sein und dann über die Aufstellung eines passenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, das macht halt der Anwalt, so safe sein, dass Widersprüche vermieden werden. Wenn man jetzt einfach eine Marke anmeldet, so unter dem Aspekt, naja, das kriegt keiner mit und wenn ich die Urkunde habe, dann ist das safe, dann kann nichts mehr passieren, dann ist das nicht ganz richtig. Warum? Klar, im Rahmen der Widerspruchsfrist wird es vielleicht von dem einen oder anderen nicht gesehen. Soll heißen, es wird keine Markenüberwachung oder sonstiges gemacht. Dann kriegen es die anderen nicht mit, die vielleicht die identische oder ähnliche Marke haben. Aber wenn die Marke später eingetragen ist und man geht dann ins Marketing, dann passiert ja Folgendes, dann wird sowas zum Beispiel über eine Webseite bekannt, bei Google rutscht man nach oben und die anderen merken das auf einmal, die anderen Markeninhaber, die vielleicht eine identische oder ähnliche Marke haben und die greifen dann zu einem Instrument, das die ganze Sache sehr kostenintensiv und im Grunde genommen noch frustrierender für den Anmelder, der damals gehofft hat, ah, das kriegt keiner mit, macht, nämlich zum Löschungsantrag. Der Löschungsantrag heißt dann, dass die Marke kaltgestellt wird. Die Marke wird kaltgestellt in dem Bereich der überschneidenden Waren. Prinzipiell kann der andere dann damit nichts mehr anfangen in der Regel. Meistens ist das so. Von daher sollte man wirklich darauf achten, dass man sauber recherchiert und wirklich diesen markanten Punkt, ich habe jetzt die Urkunde zugeschickt bekommen, einfach als formalen Aspekt, ja, die Marke ist jetzt beim Amt eingetragen. Aber heißen tut das in der markenrechtlichen Auseinandersetzung noch nicht viel, weil das Markenamt bekanntlicherweise eben nicht prüft, ob existierende Marken schon vorhanden sind. Sprich, das Amt macht die Recherche nicht. Das bitte im Kopf behalten.